Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Umfrage hat gezeigt, dass sich die meisten Zuschauer vom GOB-Studio neben dem Rezept und den Aktionen besonders für die Neuheiten interessieren. Das trifft sich sehr gut. Wir werden Ihnen heute nämlich gerade zwei Neuheiten aus der Tiefkühlabteilung vorstellen. Hauchdünne, knusprige Pizzen aus dem Steinbachofen und eine überraschende Art von Glassenvergnügen. Armin, was ist denn das Besondere an diesen Pizzen von Goldstar? Zuerst einmal der Boden. Allerfeinste Zutaten werden nach einem original italienischen Rezept zum Hefeteig verarbeitet. Dann von Hand gezogen und geformt, wie es der Pizzaiolo macht, und bei hohen Temperaturen im Steinbachofen backen. Keine Goldstar-Pizza sieht darum aus wie die andere. Und auch der Belag aus regionalen, frischen Zutaten wird von Hand auf dem Boden verteilt. Bei Ihnen daheim sind sie dann blitzartig auf dem Teller, typisch italienisch und preisgünstig und in 5 klassischen Varianten. Jetzt zur zweiten Neuheit von Goldstar. Es ist ein Fondue Glacé, das extra auf den kommenden Jahrtausendwechsel kreiert worden ist. Was aber nicht heisst, dass man es nicht schon vorher geniessen könnte. Richtig, und das geht so. Ein Gefäß mit Wasser füllen und ein kleineres Gefäß reinstellen, zentrieren und wenn nötig mit einem Klebstreifen fixieren. Dann im Tiefkühler zu einer Eisschüssel gefrieren. Es geht aber auch einfacher mit Eiswürfeln oder mit Krasteis. Jetzt Glacépraline direkt aus dem Tiefkühler aufs Eis geben, die verschiedenen Soßen und Croquant im Voraus auftauen und dazu servieren. Besonders Freude macht das Millenniums Fondue Glacé natürlich im Freundes- und Familienkreis. Und so ein außergewöhnliches Dessert darf man dann ruhig auch mal ein bisschen festlich präsentieren. Weil aber nicht jeder Tag Festtag ist, gibt es jetzt nochmals ein Rezept. Nicht ganz so exklusiv, dafür eins, das man auch nach dem Millennium noch auftischen kann. Richtig, es ist ein Linsentopf mit Gemüse und Rippli. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es lohnt sich. Als erstes das Rippli im Wasser ca. 10 Minuten vorkochen. Dann Knoblauch ziehen, Zwiebeln, Lauch und Sellerie im Brotbutter kurz andämpfen. Die Linsen kurz mitdämpfen, Belati zufügen und alles mit Weisswein und Wasser ablöschen. Ein Bouillonwürfel und ein Lorbeerblatt dazugeben und mit Geienpfeffer, Curry und Salz würzen. Dann die beiden Rippli drauflegen und alles zudeckt leicht köcheln. Nach einer Viertelstunde die Herdöpfel mit den Linsen und dem Gemüse vermischen und weitere 15 Minuten köcheln. Und 5 Minuten vor Ablauf der Kochzeit auch noch die Töpfelstückchen kurz mitköcheln. Ganz am Schluss die Rippli rausnehmen, in Würfel schneiden und zurück zum Gericht geben. Mit 2 Esslöffel Balsamico abschmecken und den Linseneintopf mit dem gemischten Salat servieren. Das Rezept finden Sie wie immer in der neuesten GOB-Zeitung. Viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Heute haben wir wirklich für jeden Geschmack etwas gehabt. Zum Schluss jetzt wie immer noch der Hinweis auf ein paar besonders interessante Aktionen. Dekorative Poinsettia, besser bekannt als Weihnachtsstern, kostet 5,50 €. Und 2 Becher Coupe Chantilly kommen Sie 60 Rappen günstiger rüber. Mit der GoProfit-Karte gibt es Lasagne Bolognese oder Verde zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Und falls Sie sich einen Computer schenken wollen, gerade noch mal ein Tipp. Warten Sie noch ein paar Tage und schauen Sie zuerst in der Coop-Zeitung. Dort steht nämlich ein Überraschungsangebot zum Superpreis. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.